Herzlich willkommen, meine Lieben, und zwar zu einer neuen Folge und einem neuen Let's Play, das heißt Grounded. Und da geht es darum, dass wir unsere Metrostation ganz einfach zusammenbauen und wir schauen uns, wie wir das alles machen. Wir schauen uns das an, wie das funktioniert, und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Seid gespannt, was passiert. Wir gehen in Grundlage 5, lerne die Grundlagen des Konfigurations des Bahnhofs und des Einsatz von Personals. Okay, let's do it. Wir schauen mal, was alles passiert und wie das Spiel alles funktioniert. Es geht darum, wie gesagt, eine Metrostation zu betreiben. Da geht es bis von der Stromversorgung bis zu den alles Mögliche eigentlich. Stromversorgung, Essen, Trinken, dass die Mitarbeiter gut geht, Telekommunikation etc. Willkommen zum Tutorial Straßenbahnhof WASDW Okay, ich hätte es gerne. Genau, so hätte ich es gerne. Okay, weiter. Der Bürgermeister legt für jeden Bahnhof Ziele fest und verdient und vergibt Belohnungen für gutes Management. Du kannst deine Ziele in der To-Do-Liste sehen. Öffne und schließe die Liste, indem du auf die Schaltfläche To-Do-Liste in der oberen rechten Ecke des Bildschirms klickst. Okay, das ist das. Verwende bitte vom Bürgersteig zwischen den Laternenpfosten. Okay. Du musst einen Eingang bauen. Du kannst sie nur am Bürgersteigen rund um den Kartenrand bauen. Beginne, indem du das Bürgersteig mit dem Rest des Bahnhofs verbindest. Klicke hier auf Bearbeiten. Gut, baue nun einen Eingang zu dem Bahnhof von dem Bürgersteig. Klicke auf die Schaltfläche Eingang. Wenn du etwas baust, dreh dich mit Rechtsklick. Ah ja. Zack. Musst du Tab, um den Baumodus zu beenden. Wenn du noch im Baumodus bist, kannst du mit mir nichts anderes interagieren. Drück jetzt Tab, um den Baumodus zu beenden. Dann beenden wir mal den Baumodus. Aber ich habe jetzt ESC gedrückt. Okay. Du musst den Bahnsteig auch so konfigurieren, dass Pendler wissen, von welcher Seite des Gleises sie ein- und aussteigen müssen. Rechtsklick, um die Zugtüren so einzustellen, dass sie sich links, rechts oder auf beiden Seiten des Bahnsteigs öffnen. Du musst auch die Schilder über den Treppen so konfigurieren, dass sie die Pendler zeigen, wohin sie gehen sollen. Rechtsklick um das Ziel. Du musst auch die Schilder rechts klippen, um auf die Richtung zu. Das zeigt unten am Bahnsteig und eins nach oben. Genau.
Weiter. Du musst die Schilder über den Dreh kreuzen, sodass die Pendler zeigen, wohin sie gehen sollen. Okay, das heißt, das muss einmal am Bahnsteig. Nein. Und einmal zum Ausgang, genau. So, das heißt, die Leute können jetzt rein und raus. Klicken Sie rechts auf den Eingang und dann auf Station öffnen. Und schauen, was passiert. Okay, es gibt keine Möglichkeit, den die Bahnsteig zu können. Ein Pendler hat einen Bahnhof verdient, Ruf, indem er auf die Reise sucht und Bahnhof bei Laune hält. Du musst Mitarbeiter einstellen, um deinen Bahnhof zu betreiben. Alle administrativen Tasten sind gelb unten rechts auf dem Bildschirm. Okay. Klicke auf Mitarbeiter, um jemand einzustellen. Okay, einstellen. Du hast deine ersten Mitarbeiter eingestellt. Lassen wir ihn die Generatoren auftanken. Öffne die Jobprioritäten. Mitarbeiter suchen nach einem Jobprioritäten, die innerhalb eines Patrioli-Rades um ihre Heimatflagge herum erledigen können. Du kannst eine Heimatflagge setzen, indem du den Mitarbeiter auswählst und sie irgendwo absetzt. Der Patrioli-Rades wird mit ihrem Anliegen definiert. Du kannst auch die Priorität in Nummer-Tasten verwenden, um den Ort. Mitarbeiter, hohe Priorität, Müll. Von rechts nach links, zunächst eine Aufgabe mit Bericht 1, eine Aufgabe mit Bericht 2, breit überprüfen. Okay, das heißt, sie können sich das dann aussuchen. Jetzt, wo du Strom hast, sollst du einen Zug rufen. Es geht alles viel zu schnell. Wenn du die Pendler in dem Bezug einstellen abfertigst, verdienst du Anleihen fürs Rathaus. Diese kannst du ausgeben, um Mitarbeiter einzustellen, um mehr Technik zu beschaffen. Probieren wir es doch einmal aus. Verwende ein paar Anleihen, um das Greifzangenwerkzeug freizustellen. Werkzeuge, Greifzange. Beschaffen. Jetzt kannst du mit der Greifzange Müll. Kannst du in keinem Regal kaufen. Benutze die Schaltfläche Werkzeuge, Greifzange und ein hier. Greifzange. Gib deinen Mitarbeiter, das ist ganz schön ein bisschen kompliziert, dafür, dass es ein einfaches Spiel ist, finde ich, ist es kompliziert. Gib deinen Mitarbeiter eine neue Jobpriorität, um die Greifzange zu benutzen. Jobpriorität im Fenster Mitarbeiter benutzt. Okay, zack. Zack. Die Werkzeuganzeige füllt sich grün, wenn die Mitarbeiter versuchen, ein Werkzeug zu benutzen. Der Kenntnisstand und die Qualität des Werkzeugs beeinflussen ihre Chancen und die Geschwindigkeit, eine Aufgabe zu erledigen. Okay, das ist dann quasi so wie die Erfahrungspunkte. Und wenn die mehr Erfahrungspunkte haben, dann haben die natürlich, dann können die damit mehr anfangen.
Die Werkzeuganzeige füllt sich grün, wenn die Mitarbeiter versuchen. Okay, das haben wir gerade eben schon gehabt. Die Ausdauer wirkt sich auf die Zeit aus, die die Mitarbeiter benötigen, um sich zwischen Aufgaben zu erholen. Das graue Werkzeugsymbol füllt sich mit Farbe, während sie sich erholen. Wo sind denn die? Wo ist denn mein Mitarbeiter? Okay. Bringt den Müll raus. Zack. Okay. Mitarbeiter werden müde. Schaltet das automatische Ausruhen an. Zeitpläne. Damit die das machen können. Also das heißt, damit derjenige sagen kann, okay. Ich brauche das jetzt. Verwende die Wärmebildkamera, um die Temperaturen zu überprüfen. Jetzt haben wir das draufgeklickt, jetzt dürfen wir sie an. Kein Ausweg. Aber ich habe doch gesagt, dass das nur da lang geht. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir ein bisschen ausprobieren hier. Jetzt kommt der nächste zu. Den lassen wir jetzt durch. Die Leute an- und aussteigen. Das ist ein bisschen komisch gemalt, ne? Jetzt, es geht an. Okay, die können raus. Wunderbar. Und die gehen wieder rein. Aber es ist leider zu voll. Okay. Dann wenn ich die gerne probiere, es jetzt aus. Klicke auf die Lupe in der Ecke. Pendler abfertigt. Rufe weitere Züge bis zu 20. Du kannst einen weiteren Zugwaggon beschaffen, indem du Anleihen auf Beschaffung drückst. Okay, wo war nochmal die Anleihung? Beschaffung, Infrastruktur, zweiter Zug beschaffen. Genau, verfügbare Anleitung haben wir 104. Dann nehmen wir zwei Anleihen. Dann machen wir jetzt aber hier das Feuer wieder aus. Können wir jetzt hier wieder hinzufügen, 6 von 8, dann passen da mehr Leute rein. Ja. Jetzt hält es an, wieder zu der Regelverschaltung rechts, um die Erde auszuschalten und ausgeholt haben zu sehen. Hohe Preise, Anlage mit Strom versorgt, 2% trübselig. Pendler verärgert natürlich und Handel, oh, das ist krass, es gibt dann Handel, 10, 99 verkauft, okay. Der Bahnhof ist ausgezeichnet. Geht es wieder zurück, ja. Ja, das ist dann quasi ein kleines Tutorial, wo wir da machen. Das ist dann quasi Zone 5 zu bauen. Jetzt schauen wir mal, ob wir da fortfahren können. Weil das wäre jetzt schon cool, wenn wir da ein bisschen fortfahren können, bevor wir jetzt in den Sandbox-Modus oder sowas gehen und das dann da machen. Weil, genau, das ist einfach. Trotzdem, finde ich, ist es mit viele Facetten, wo du mit überlegen musst, aufgebaut, aber trotzdem so von der Grafik quasi einfach. Und wenn ihr das
Ah, okay, das fängt von vorne an, gell? Nee, das wollen wir nicht. Wenn ihr das mehr davon sehen wollt, dann macht einen Daumen hoch bei YouTube, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr wollt, lasst einfach gerne auch ein Abo da. Und dann können wir nämlich in dem nächsten Video auf die Zone 4 gehen. Tag 2 mit Bauen und ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis dahin.